Der Mensch hält sich für den König alles Lebens. Der Einzige, der mit Liebe, Schmerz und Hoffnung vertraut ist. Aber jeder, der mit ihr in Kontakt kommt, weiß, dass auch sie ziemlich starke und tiefe Gefühle haben. Manchmal kommt es vor, dass Tiere ihre Besitzer verlieren und es verursacht bei ihnen das stärkste emotionale Trauma. Dieses Video kann jeden bis ins Mark berühren. Dieser Hund weint wirklich am Grab seines Besitzers. Es tut mir wirklich weh, mir das anzusehen. Der hingebungsvolle Hund kam jeden Tag zum Grab seines geliebten, verstorbenen Besitzers und verbrachte dort seine ganze Zeit, auch im Winter. Um nie von seinem Besitzer getrennt zu werden, grub der Hund direkt im Grab ein Loch und legte sich hinein. Einmal in einem Tierheim, weil ihre Besitzer sie verraten haben, geraten die Tiere in eine schreckliche Depression. Dieser Hund konnte es nicht ertragen, dass es weggeworfen wurde, als ob er nichts wäre. Er winselte traurig zitternd und seine Augen waren mit Angst und Tränen gefüllt. Mitarbeiter des Tierheims versuchten, dem armen Hund auf jede erdenkliche Weise zu helfen und stellten ein Video ins Internet, um schnell einen neuen, liebvollen Besitzer für ihn zu finden. Und es hat funktioniert. Ein paar Tage später wurde der Hund von neuen liebvollen Besitzern adoptiert und er wurde Teil der Familie. Es ist unmöglich, ruhig zu betrachten, wie dieses Baby wirklich weint, wenn es unter der Eifel liegt. Wie viel Schmerz in den Augen dieser Katze ist. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass jetzt alles in Ordnung ist. Diese Katze weint über ihr totes Kätzchen. Tränen kommen aus ihren Augen. Es ist unmöglich, sich vorzustellen, wie sehr sie Schmerzen hat und wie sehr sie leidet. Es ist einfach herzzerreißend. Das Video beweist, dass Tiere alles verstehen, dass sie die gleichen Gefühle erleben wie wir. Es ist sehr wichtig, dass Tiere geliebt werden. Bei jeder Gelegenheit wollen sie nur einen Tropfen Zuneigung von jemandem bekommen. Schaust du, wie dieser Hund mit seinem Besitzer begegnet. Er gibt ihm eine Pfote und umarmt ihn. Und wie großartig ist es, dass dieser Mann im Gegenzug auf sein Haustier reagiert. Ein streunender Straßenhund näherte sich dem Hausmeister und gab ihm der Reihe nach seiner Pfoten als Zeichen der Begrüßung. Das Tier wollte so viel Zuneigung und Aufmerksamkeit. Diese Szene kann nur die Tiefen der Seele berühren. Trotz des Verlusts seiner beiden Vorderpfoten genießt dieser niedliche Hund weiterhin das Leben. Er hat gelernt, sich auf seine eigene Weise zu bewegen. Natürlich ist es schade, dass dies geschieht. Aber das Wichtigste ist, die Tiere mit Liebe und Fürsorge zu umgeben. Dann wird es ihm nichts ausmachen. Dieses süße Baby hat auch keine Vorderbeine, aber das hindert es nicht daran, ein erfülltes Leben zu führen. Es macht Spaß, ist verspielt und genauso wie alle anderen auch, nur mit einer Besonderheit. Dieser Hund war durstig und ihm wurde von einem gutmütigen alten Mann geholfen. Er brachte Wasser in seine Hände und gab es dem Hund zu trinken. Es ist wirklich eine kluge Sache, es getan zu haben. Hilf immer den Tieren! Sie brauchen uns. Tiere mit besonderen Bedürfnissen sind nicht immer in der Lage, frei zu laufen und sich zu bewegen. Aber glücklicherweise werden Anpassungen vorgenommen, die ihnen das Leben erleichtern. Sobald diese Frau sich mit Kinderwagen näherte, lief ihr Hund sofort auf seinen beiden Beinen hoch. Er war so glücklich, dass er mit ihr spazieren ging. Übrigens wartete ein Freund auf der Straße auf den Hund. Diese herzreißende Geschichte ereignete sich in China. Zwei Schlittenhunde überquerten die Straße und einer von ihnen wurde von einem Auto angefahren. Der zweite Hund versuchte verzweifelt, seinen toten Freund aufzuwecken. Er schüttelte die Pfoten, bellte traurig und wimmerte. Er konnte nicht verstehen, warum sein rothaariger Freund nie aufstand und mit ihm rannte. Der Hund hatte nicht einmal Angst vor den Hupen und vorbeifahrenden Autos. Stell dir dich nur vor,
wie sehr Tiere ihre Freunde lieben und ihnen treu sein können. Diejenigen von uns, die ein geliebtes Haustier verloren haben, wissen, wie schwer und schmerzhaft es ist. Der wahre beste Freund dieses Mannes ist gestorben, sein Hund. Als er sich vor immer vor ihm verabschiedete, schluchzte er vor Trauer. Es ist unmöglich, nicht mit ihm zu sympathisieren. Es ist wirklich schwer. Schließlich werden Tiere zu echten Familienmitgliedern. Tiere wissen wie Menschen auch, wie man wartet. Selbst in Jahren der Trennung vergessen sie ihre Besitzer nicht und warten auf ihre Rückkehr. Wenn sie sich treffen, empfinden sie einen solchen Rausch der Gefühle. Siehst du, wie dieses Huhn voll Glück winseln und springen und sich in die Arme ihres Besitzers werfen? Eine Frau rettete einmal 6 Schimpansen aus einem Labor, in dem sie getestet wurden. Nach 25 Jahren beschloss sie, die Affen zu besuchen. Sie waren an einen Ort gegangen, der es ihnen ermöglichte, unabhängiger zu leben. Und stell dir vor, sie hatten sie nie vergessen. Die Schimpansen trafen die Frau und gaben ihr endlos zärtliche Umarmungen. Es ist erstaunlich, wie sich scheinbar furchterregende Raubtiere wie Löwen mit einem Menschen anfreunden können. Aber sieh dir nur diesen Mann an, der die Löwen umarmt und auf ihnen liegt. Sie spielen zusammen und reiben sich einander. Es ist Kevin Richardson, ein Zoologe, der beweisen hat, dass man eine gute Beziehung zu Tieren auf den Grundlagen von Liebe, Respekt und Vertrauen aufbauen kann. Und das ist unglaublich cool. Dieser Mann brachte einen Tintenfisch, der nach Ebbe im Sand stecken geblieben war, wieder ins Wasser zurück. Als er zu sich kam, bewegte sie der Krake zu den Füßen des Mannes und legte einen seiner Tentakel auf die Füße. Es scheint mir, dass das Tier auf diese Weise seinem Retter dankte, bevor es ging. Mit diesem Video wollte ich dir zeigen, dass jedes Lebewesen, ebenso wie Menschen, zu höheren Gefühlen fähig ist und die Fähigkeit, Emotionen zu zeigen. Kümmere dich um die Tiere, lieb sie. Sie haben es auf jeden Fall verdient. Bitte Daumen hoch, wenn du mit mir übereinstimmst. Lass dich in den Kommentaren wissen, wenn du Tiere hast. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und Benachrichtigungen zu aktivieren, damit du keine neuen interessanten Videos verpasst. Mein Gott, bye bei dir. Tschüss.